Ich bin blond, ich darf ein bisschen langsamer sein. Ja, yeah, ne? Hast recht. Ist sie deine Freundin? Dream Girl. I like that, man. Und in dem Interview mit Juju habe ich irgendwann mein Pullover ausgezogen, weil mir zu warm war, weil wir Shisha geraucht haben. Geht doch gar nicht. Doch. Also ich kann das. Sag Walla. Ah. Weil die sind ja hier gerade auch am Aufbauen und so. Und wenn es Überhand nimmt mit Shootings und mit Toten. Spring Break, erzähl mal. Spring Break. Geht ab, oder? OnlyFans. Brutaler Lifestyle. So macht man das, meine lieben Freunde, ja? So sneakt man sich in Mexiko durch. Hast du eigentlich Freund? Stehst du auch auf Frauen? Hat sie Erfahrung mit Ayahuasca? Nope. Sie tanzt in mein Video. Shake Body Girl aus Rio. Sie weiß, ich will keine Beziehung. Aber sie fehlt meine Vision. Baby Girl, komm rein von mir. Du bist viel zu nice zu mir. Warum gibst nicht zwei von dir? Von einer Skala von 1 bis 10, was ist deine Lieblingsfarbe? Das ist eine Trolling-Frage, Mann. Von einer Skala von 1 bis 10, was ist deine Lieblingsfarbe? Oh ja, okay, gut, habe ich jetzt nicht gecheckt. Ich bin blond, ich darf ein bisschen langsamer sein, ja, ne? Hast du recht. Ja. Aber ich mag Justine. Wer hat das geschrieben? Hast du das gesagt? Ich habe das gesagt. Ach so, das erste Mal, wo wir uns gesehen haben, wo du bei mir warst, das habe ich auch in dem Podcast gesagt, da fand ich es geil. Aber das habe ich in dem Podcast gesagt, das will ich eigentlich das nicht nochmal sagen. Scheiß drauf. Nee, darfst du jetzt nicht sagen. Wir egal. Wollen nicht zu viel verraten hier, Freunde. So, erzählt mal, Freunde, gibt's Fragen? Cynic it in, man. Cynic it out, motherfucker. Bruder, was schreibst du so eine Scheiße rein? Sowas geht gar nicht, Bruder. Dafür bist du blockiert. Die ist Safe P-Darstellerin. Echt jetzt? Das sieht so aus? Nee, aber das mag ich nicht so. Man, warum dieses Verurteilen? Nur weil du ein bisschen Tattoos hast und blond bist und gut aussiehst, musst du jetzt, weißt du? Ja, ja, verstehe ich. Komisch. Ja, aber viele denken, dass wenn man Tattoos hat, einfach nur. Das ist voll krass, glaube ich. Sie ist Russin, nur sie weiß es nicht. Tattoo auf Rücken? Wer, du oder ich? Ich habe auch ein Tattoo auf dem Rücken, aber echt? Du? Ja. Zeig mal. Also den Elefanten hier. Und die Träumerin hinten. Also Träumerin, weil ich bin Träumerin. Und dann Dream Girl. Ja. I like that, man. Yeah. Ist sie deine Freundin? Nope. Ist sie nicht. Sie ist eine Freundin von mir. Tattoo am Bauch? Ich hab, das halt nur. Steh mal auf. Stopp, man sieht's nicht. Darf man sie das, ne? Ja, jetzt. Ja. Was ist das? Das ist so ein Thunderbird. So ein Vogel. Das ist auch so ein bisschen mexikanisch, ne? Mhm. Ja. Nice. Welche hast du hier machen lassen? Hier habe ich nur eins machen lassen. Und das auch nur von meinen Leuten aus Mallorca. Ich war Promoterin, also viele, viele Jahre. Darf ich das sagen? Ja, hau raus, Digga. Also ich war Promoterin viele Jahre auf Mallorca. Vielleicht, also, ja, vielleicht habe ich mal den einen oder anderen da gesehen von euch, keine Ahnung. Es waren so viele Leute schon auf Mallorca. Das ist unnormal. Ich habe das Gefühl, jeder. Ich selber auch. Ja, krass. Grüße gehen raus an Cynic. Ich war da viele Jahre. Cynic ist ein Running Gag geworden jetzt mittlerweile. Nee, der hat auch lange in ist ein Hater so von mir. Also ist ein ehemaliger Fan, der zum Hater geworden ist. So. Ach echt? Ja, ja. Der hat auch halt ein bisschen Reichweite und so. Ah. Und ich sitze halt ab und zu oberkörperfrei hier in den Videos, weil ich halt, weil es hier brutal heiß ist. So. Ja. Und er hat mir mal vorgeworfen, dass ich das extra mache, damit ich flexe und damit wegen Frauen. Echt? Weil ich habe mal in einem Interview, ich habe ein Interview mit Juju gemacht. Und in dem Interview mit Juju habe ich irgendwann mein Pullover ausgezogen, weil mir zu warm war, weil wir Shisha geraucht haben. Und dann saß ich nur noch mit T-Shirt da. Und dann hat er gesagt, das hast du extra gemacht. Ja, ist bescheuert. Voll dumm. Aber lustig. Ja, irgendwie lustig. Deswegen ist es jetzt so ein Running Gag, so schöne Grüße an Cynic, weißt du? Okay, verstehe. Der ist das. Sorry. An alle Frauen, kannst du deine beiden Ellenbogen sich berühren lassen? Was ist das? Ja, das ist ja bescheuert, jetzt mach ich jetzt nicht. Achso, was ist das? Die Ellbogen berühren, als wenn ich das, ja, come on. Geht nicht, ne? Geht ja. Nicht aber, oder? Ich kann's nicht. Was meinen die? Ich mach das jetzt nicht. Was meinen die denn? Ja, die Ellbogen berühren. Das geht doch gar nicht. Doch. Also ich kann das. Sag Walla. Also ich kann's doch. Mach mal. Was ist denn damit gemeint, Digga? Ah, jetzt. Soll ich das mal ausprobieren? Wegen hier, ne? Zeig mal. Der ist schon alt. Ja, ich will jetzt nicht deine Story durchgehen und so, weil wir haben einen Podcast gemacht, wo wir so ein bisschen ihre Story auch durchgegangen sind, wo sie herkommt, was sie macht, was so ihr Ding ist, warum sie schon so lange jetzt mittlerweile hier in Mexiko ist. Sehr viele Jahre schon. Ja,
Yeah. Moderatoren sind Leute im Chat, die den Chat überwachen. Wenn Leute Scheiße reinschreiben, blockieren die, die geben Timeouts, machen Bann und so. Weißt du? Okay, cool. Ja. Wusste ich gar nicht. Ja, musst du bei so einem Typen wie mir, musst du auf jeden Fall sowas haben, Digga, weil, habe ich dir ja vorhin schon gesagt, ich bin eine sehr kontroverse Person in Deutschland. Ja, krass. Und dann hast du halt immer mal wieder so ein paar Schlawiner am Rumhängen. Die haben gerade gefragt, was sind deine nächsten Ziele und wann dein nächstes Tattoo und wo? Ey, das ist auch eine gute Frage. Wo kann man als Student in Mexiko günstig und gut Urlaub machen? Du warst ja schon ein bisschen unterwegs. Puerto Escondido. Günstiger. Wo ist das? Ist geil. Puerto Escondido ist an der Pazifikküste. Aha. Sind 1800 Kilometer von hier. Das Meer ist halt anders, ne? Das ist dunkler und du hast viele Surfer da, also Wellen. Und der Sand ist dunkler, aber es ist halt nice. Es hat so ein bisschen den Bali-Vibe, würde ich sagen, sagen auch viele. Das ist günstiger, du kannst wirklich in einem Hostel oder was auch immer für eine Unterkunft direkt am Strand sein. Oder Playa del Carmen auch, oder? Playa del Carmen kann man auch machen. Ist auch relativ günstig. Ja, ist jetzt nicht günstiger als Puerto Escondido, aber ist... Günstiger als Tulum. Günstiger als Tulum, ja. Oh, Tulum ist halt so, was viele Leute abfuckt. In Tulum ist so der Weg zum Strand und so. Wenn du, du hast einen Scooter, ne? Es ist okay mit dem Motor, aber wenn du das nicht hast, ist es echt abfuck, sich hier vorzubewegen. Deswegen ist Playa del Carmen besser, weil du direkt am Strand bist. Du kannst überall hinlaufen. Hast so ein bisschen den Mallorca-Vibe, finde ich, so auf Karibisch. In Playa? Ja, weil da so die... Die wollten ja eigentlich einen auf Miami machen, so, ne? Ach ja? Ja, das war der Plan, war ja so ein kleines Miami zu machen. Ja. Okay. Aber dann kam auch diese Kartellnummer dazwischen so. Ah. Also die waren gerade richtig heftig am Aufbauen und haben dann mittendrin einfach aufgehört. Also Playa ist nicht fertig geworden. Mhm. Playa del Carmen sollte eigentlich anders aussehen. Okay, wusste ich nicht. Ja, ja. Mhm. Ja, und die Leute haben ja jetzt auch Angst davor, dass das hier auch passiert so. Ah. Weil die sind ja hier gerade auch am Aufbauen und so. Und wenn es Überhand nimmt mit Shootings und mit Toten und mit hier und mit da, dann kann das auch sein, dass es sofort... dann eingestampft wird, so, weil die Investoren, Amis, Deutsche, was weiß ich, die sagen dann auch so, nee, weißt du? Hm. Was hast du denn hier schon an Crime-Sachen mitbekommen? Also ich muss echt sagen, guck mal, 6 Jahre in Mexiko, es ist echt, ich fühle mich mega sicher hier. Ich fühle mich wirklich richtig gut. Ich habe, also in Berlin-Straßen... Persönlich noch gar keine so Crime irgendwie mitbekommen oder so, irgendwie Schießerei neben dir oder keine Ahnung. Nein, gar nicht. Dass du selber mal bedroht wurdest oder so. Niemals. Und ich bin immer nachts durch die Straßen gelaufen in den ersten Jahren. Immer. Da hatte ich noch kein Auto. Auch noch als blonde Deutsche. Ja, so. Aber alles super. Ich fühle mich mega sicher. Ich bin durch Mexiko gereist alleine, so, weißt du? Und ich war immer alleine unterwegs. Alles cool. Alles nice. Ja. Siehst du? Also nicht immer das glauben, was die Leute euch verklickern. Genau. Ich glaube, gerade in Amerika sagt man immer so, oh, Mexiko ist so fucking gefährlich. Da darfst du nicht hingehen, alle Mexikaner sind kriminell und so. Du weißt ja, wie die Amis sind. Mhm. Die haben ja da schon so eine generelle Abneigung gegen Mexiko und sagen, das ist so gefährlich. Aber ist es vielleicht gar nicht. Ist auch nicht. Sie redet gebildet. Was hat sie studiert? Ernsthaft? Mhm. Hast du studiert? Ich habe tatsächlich nicht studiert, Mann. Ich habe meinen Schulabschluss, aber... Aber nicht sagen, wo. Psst. Ach, stimmt, sagen wir. Cancun Spring Break schon mal gewesen. Ich wohne in Cancun übrigens, Leute. Spring Break? Erzähl mal. Spring Break. Geht ab, oder? Ist ganz nice, aber ist nicht so krass, wie man das so sieht. Wenn man es im Fernsehen sieht, sieht man ja nur die Bilder von den heftigsten Partys. So, ne? Mhm. Aber wenn du am Start bist in Cancun... Cancun ist halt, es hat eine kleine Hotelzone. Eine kleine? Also die Hotelzone ist groß, aber die Partymeile in der Hotelzone ist sehr klein. Sehr, sehr klein. Nicht wie in Playa, wo du die ganze Straße so hast. Vergleichen mit Tulum? Hotelzone? Mm-mm. Kannst du nicht vergleichen. Ich will ja unbedingt mal Cancun zeigen, weil das kann man nicht vergleichen. Es ist anders, komplett. Du hast halt Hochhäuser am Strand, bisschen Miami-Style, sag ich mal, in dem Sinne, aber was nicht ist, wirklich. Genau, was ist da so der Lifestyle so? Was ist so der, weißt du, wie ich meine, was ist so Cancun? Okay, ich sag's ganz kurz. Was ist so der Unterschied so, weißt du, wie ich meine, zwischen Tulum und Cancun so? Okay, so, Tulum, die Vibes sind anders, mehr die spirituelle und dieses ganze Zeug, weißt du ja selber, ne? Ja, die Hippies voll. Kommen hier hin. Voll. So, Playa del Carmen ist so Rooftop-Ding und mehr so Leute wie wir, ne? Von den Leuten her, würde ich sagen. Wir sind jetzt nicht so Hippie. Also ich bin mehr Hippie als du wahrscheinlich, aber... Wow. Ja. Optisch, nee. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ich denke, wir sind generell, ja, wir sind ziemlich ähnlich, was das angeht. So, so und Cancun ist dann eher so Ami-Vibe. Also, und vor allem Resorts. Also die Leute, die in Cancun hinkommen, die gehen in ein großes Hotel in der Regel. Hostel-Ding ist mehr so, weiß nicht, Playa del Carmen, Tulum, so ein bisschen mehr Hostel wie in Cancun. Cancun ist mehr diese fetten Hotels am Strand. Ne? Und die Leute machen dann ihr Ding einfach so, oder? Ja, und die machen eine Tour und fahren nach Isla Mujeres. Das ist ganz, ganz populär. Die und wo wunderschöne geht man Insel. So? Wo geht man hin abends? Da
in dieser Hotelzone. Ja, wo dieses, das will ich dir mal zeigen, das ist wirklich, also es ist sehr Boom Boom, Las Vegas, in ganz klein, sag ich mal. Ja. Yeah. Aber es ist eigentlich lustig, ich find's cool. Wie ich ist mag die Stadt und so? Die Stadt, da ist eigentlich sehr local, sehr, sehr local. Da merkst du gar nicht viel von Tourismus. Eher so Hotelzone. Und das. Stadt ist local, ne? Ja, mehr local, wo ich wohne. Ich wohne sehr zentral, aber local. Da siehst du, hier ist ja voll. Ich komme mir vor wie so ein Touristengebiet. Also extrem, meine ich. Ist ja auch. Ja. Ich weiß, aber Cancun ja auch, aber das merkst du da nicht. Ja. Und Cancun ist ja viel, viel größer. Ja. Ne? Aber. Ist halt keine Beach Town. Weißt du, wie ich meine? Im Endeffekt. Ist ja eine Stadt. So. Ja, aber. Und Tulum ist ja eine Town, ist ja ein Dorf, ein Beachdorf. Ja, aber ich finde, Cancun hat viel, viel mehr mit Strand zu tun, weil Cancun ist ja so aufgebaut. Du hast ja ganz viele verschiedene Strände. Ja, 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 auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Mhm. Aber viele Einheimische, glaube ich auch, ne? Also viele Mexikaner, die auch da Urlaub machen, wahrscheinlich. Ja, oder? Auch. Ja. 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 Ach, ich finde den Strand halt wunderschön in Cancun. Oh Gott, Leute, ich will es nur noch mal sagen, wenn ihr mal einen wunderschönen Strand sehen wollt, Cancun, Holbox oder Isla Mujeres sind die schönsten Strände. Aha. Weil Playa und Tulum ist nicht so nice, muss ich echt sagen. Also auf jeden Fall zur Zeit nicht, wegen dem Seegras. Was ich noch fragen wollte, oder nee, da fragt einer, wann der Podcast kommt und wo man den sehen kann. Ich glaube, ich mache den ganz freaky morgen schon ready. Morgen auf dem Hauptkanal, also hier, hat jemand ihr Insta. Morgen im Podcast werdet ihr alles bekommen. Ne? Mhm. Insta, OnlyFans. Alles am Start. Machst du nicht, ne? Habe ich tatsächlich mal überlegt, ob ich das machen soll und mal ausprobiert, ne? Machst du aber nicht, oder? Achso, nee, hast du mal ausprobiert? Ja, habe ich ausprobiert, tatsächlich. Und ich hatte dann Leute einfach nur Bikini-Bilder reingestellt. Ich wollte es mal testen. Und ich wollte eigentlich Mindset machen und fasten, weil ich habe doch gefastet 5 Wochen und so viel auf abgenommen. OnlyFans? Ja, weil es gibt ja auch Leute, die machen da zum Beispiel... Einfach normale Sachen. Normale so. Sachen und die Leute zahlen aber wie eine Mitgliedschaft. Guck mal, auf Instagram poste ich und erzähle von meinem Fasten, aber for free. Mhm. Und dasselbe kann ich auf OnlyFans machen, dass die bezahlen. Problem ist halt bei der Sache, dass es schon so ein komisches Image bekommen hat. So, ne? Das ist halt das Problem. Weil ich habe auch OnlyFans angefangen, so, habe auch ein paar Posts gemacht und so, alles schön und gut, aber das hat halt so einen komischen... Ich weiß, was du meinst. So einen komischen Beigeschmack. So. Du bist halt aber es gibt auch andere Plattformen wie, ja genau, so bisschen, geht in die Porn-Richtung, so, weil halt auch viele Pornostars auch einen OnlyFans-Account haben so und deswegen mischt sich das so komisch. Ich weiß, das ist doof, weil eigentlich wollte ich es auch, ich dachte, ich mache Content. Wie viel Geld braucht man für Spring Break? Was ist so eine Frage, Digga? Was ist OnlyFans? Aber sag mal, wie viel Geld braucht man für Spring Break? Wie kann man die Frage beantworten? Ja, also ich könnte auf jeden Fall schon mal empfehlen, dass man sich eine günstige Unterkunft holt via Airbnb, wenn man in der Gruppe reist. Mhm. Und dann so die Partys, man kann sagen, Eintritt zahlt was, Airbnb? Airbnb, was es ist? Ja, was zahlt man dafür? Ach so, was man zahlt, oh Gott, kommt drauf an, wo man ist, Hotelzone oder Town. 20 Euro bis 50 oder so. Die Nacht, ne? Würde ich jetzt mal, kommt drauf an, wie viele Leute. Wenn ich nach Cancun komme, penne ich bei dir aber, ne? Ich habe noch ein Gästezimmer, tatsächlich. Ist frei. Ja, also ja, jetzt, mein Roomie ist jetzt am Wochenende nicht da, aber sonst ist sie noch da bis zum nächsten Monat. Am 15. ist sie weg. Spätestens am 15. ist sie weg. Wenn du mal kommen willst, sie ist auch jetzt am Wochenende nicht da, aber ich habe sogar noch im Bett im Wohnzimmer. Schick mir mal ein Video von deiner Wohnung, wenn du wieder zurück bist. Ist weil in Ordnung. Vielleicht, weißt du, ich meine, wenn es noch nicht funktioniert mit drüben, so, das, dann gebe ich mir vielleicht nochmal Cancun ein bisschen. Ja. Und wenn, dann will ich mir da aber auch Wohnungen angucken. Und dann ist es halt geiler, wenn ich schon mal vor Ort bin. Ja, und ich kann dir helfen, weil ich kenne mich gut aus. Und ich weiß auch, da gibt es auch jetzt das kleine Miami. Da bauen die überall Hochhäuser, richtig nice. Also muss ich dir zeigen, ist richtig schön. Und ich habe ja 2 Autos. So. Dann nehme ich noch ein Auto von dir, Digga. Brutaler Lifestyle. So macht man das, meine lieben Freunde, ja. So sneakt man sich in Mexiko durch. Ich würde den Leon gerne mal Cancun zeigen. Ja, das wäre eigentlich nice. Leon, konzentrier dich. Blick immer in die Augen. 333 Zuschauer ist ein gutes Zeichen. 333. Ich glaube an diese Schnapszahlen. Ja? Leon, warum nicht Twitch? Keine Ahnung. Ich habe einen Abfuck auf Twitch. Twitch, falls ihr zuguckt, fickt euch. Die haben mir meinen fucking Account nicht zurückgegeben. Wann bist du wieder in Hannover? Wenn ich Mami besuchen gehe halt, ne? Meine Mutter wohnt da. Ach, die wohnt in Hannover? Ja, ja. Ah, okay. Dann bin ich mal wieder zurück. Mhm. Wahrscheinlich halt spätestens Weihnachten. Schön. Schön, dass du hinfährst. Hast du eigentlich einen Freund? Nee. Bist du Single? Wie lange? Sag. Ewigkeiten schon.
Ewig. Was ist ewig? Also ich hatte ja noch nie eine richtig, richtig lange Beziehung gehabt, so eine richtig stabile. Was ist richtig lang und stabil? Richtig lang und stabil würde ich sagen, so wenn du wirklich schon denkst, du bleibst mit dieser Person wirklich zusammen. Und das hatte ich nie. Ich hatte immer nur so, okay, man lernt sich kennen und es funktioniert ganz gut. Aber ach, ich bin auch ein bisschen eigen, sage ich mal. Ich war nie in einer richtig langen Beziehung, aber das letzte Mal, wo ich richtig verliebt war, das war, glaube ich, vor 3 Jahren. Wo ich so richtig, wirklich verliebt war, wo ich dachte, okay, das könnte was werden. Mit Mexikaner? Kubaner, mit dem ich auch nach Kuba geflogen und so, das war voll cool. Ja, der hat mich so ein bisschen inspiriert mit den ganzen Hier und Jetzt. Er war immer so voll im Hier und Jetzt. Und der wohnt übrigens mittlerweile in Amerika. Ah, oh, geil. Ich glaube in Miami da, die Ecke, ja, und hat ein Kind und so ein Quatsch. Und der hat so Vans umgebaut. Krass, ne? Also der hat mich so ein bisschen inspiriert, aber wie gesagt, 3 Jahre her. Also, stehst du auch auf Frauen? Nee, gar nicht. Frag überhaupt nicht. Ich finde Frauen schon attraktiv und ich kann eine Frau sehen und sagen, wow, mega nice und wow, ich so vorbildmäßig, ne, Körper oder so. Aber es ist jetzt nicht, dass ich mich sexuell angezogen fühle. Das habe ich einfach nicht. Echt, ne? Gar nicht? Gar nicht. Aber bei Frauen ist ja offener als bei Männern so, ne? Jede Frau hat schon mal eine andere Frau geküsst und so ein Scheiß. Ne? Ich habe noch nie mit einer Frau umgemacht, tatsächlich nicht. Und hier in Mexiko habe ich das Gefühl, die Frauen sind noch offener. Merkst du? Ja, Bro. Oder? Nicht nur die Frauen. Fast jeder fucking Mann, den ich hier kennengelernt habe, so experimentiert auch manchmal so. Weißt du, wie ich meine? Ja. Bisexuelle Vibes sind hier voll am Start. Ich wurde noch nie so oft von Pärchen angesprochen. Ich auch, ganz oft von Pärchen. Ey, lass mal was zusammen starten und so. Digga, ich hab mal eine, so, ich war mal mit Laura in der Stadt und habe ich mal so eine Frau gesehen, ein bisschen älter, das ist ja mein Beuteschema immer so, ein bisschen älter so. Finde ich geil eigentlich. Mhm. Und dann habe ich die gesehen, so, nice und so. Und die guckt mich voll an, lächelt und so. Ich so, geil, ich stehe auf, geh zu ihr hin, red mit ihr so. Hast du Instagram? Ja, Instagram, alles cool. Instagram ausgetauscht, auf einmal kommt so ein Typ von hinten angelaufen und stellt sich so neben die, ne? Ich guck so. Ich denk so, was ist denn jetzt los, Digga? Dann war das ihr Typ halt so, ne? Aha. Und die hat mir einfach ihr Instagram gegeben und so. Und ich war so voll so cringe, voll weird Situation. Ich so, ja, okay, alles klar, ciao und so. Fliege. Ja. Geh nach Hause. Und dann schreibt die mir halt eine Nachricht so, ey, ich und mein Freund, wir sind hier, wir wollen Experimente machen und dies, das, bla, hast du Bock auf was zusammen, Action und so, dies, das. Ich so, aus Interesse, ich war gerade mit einem Homie, komm, ich schreib mal zurück, ich sag mal, was geht denn da ab, genau? Sagt so, ja, du bist das? Ich so, nein. Die wollte halt auch so, dass ich mit ihrem Typen so, weißt du? Das so, ist krass, boah, Alter, weiß ich nicht. Willst du was machen? Was? Nein, niemals. Niemals, oder? Niemals, Digga. Ich bin halt hetero, sein Vater, so. Weißt du? Nicht mal ansetzen. Also ich verstehe es so total, weil ich ja auch. Also ich könnte es mir auch nicht vorstellen mit einer Frau. Deswegen, also ich verstehe dich. Und bei Männern ist es noch krasser irgendwie. Ja, voll. Ja. Und ich wurde ja auch schon voll oft angesprochen von Männern, so, ey. So einfach auf voll direkt so, ey, you're so sexy, bro. So auch noch mit Bro. So. Bro, you're so sexy, bro. Ich sag so, nein, Bro. Lauf mal bitte weiter, Bro. Krass. Krass. Warum Mexiko und nicht L.A. oder USA? Ja gut, hier ist halt günstiger, ne? Also von meiner Seite, wenn man mich fragen würde, warum bist du nicht in Amerika, würde ich sagen, es ist hier günstiger und unkomplizierter auch zu bleiben. In Amerika ist nochmal eine andere Nummer, da einfach zu bleiben, das geht nicht. Hier in Mexiko, für mich, weißt du? Ja, also für mich persönlich ist so, mir geht es eigentlich gar nicht ums Money so. Ich bin hier hingekommen, ich bin hier hingekommen wegen Leuten, die hier waren. So eine Freundin von mir war hier, Nate war hier und das hat mich so motiviert, hier mal herzukommen. Und dann war ich hier. Und dann habe ich mich irgendwie verliebt so ein bisschen, Digga. Und dann bin ich einfach hier geblieben. Aber mich zieht es auch gerade ein bisschen nach... Auf jeden Fall habe ich mich dann hier so ein bisschen verliebt und so. Aber jetzt mittlerweile spiele ich schon mit den Gedanken, vielleicht mal in die Staaten rüberzugehen. So. Es ist ja auch nebenan. Ich glaube, ich passe halt da auch voll rein. Ja. Du musst es ausprobieren auch, weißt du? Warst du schon mal da für eine Weile? Ja, aber da war ich noch klein. Okay. Ich war ja mal in Fort Lauderdale. Also mein Cousin lebt in Boca Raton. Und ich war dann in, wie hieß das andere daneben, da war ich immer 3 Monate, hab Au-pair gemacht, hab da noch Kontakte. Fort Lauderdale, die Ecke. Wie alt warst du da? Da war ich, oh Gott, wann waren das? Vor 6 Jahren? Shit. 6 Jahren oder so. 7 Jahren oder so, ja. 6, 7 Jahre, ja. Mhm. Und Fort Lauderdale fand ich ganz cool. Ist doch auch hier in Miami, oder? Ja, aber ich muss sagen, amerikanische Vibes sind halt anders als mexikanische, also... Ich feiere ja Mexiko sehr krass, aber ich bin zum Beispiel auch so jemand, mir wird irgendwann langweilig. Ich muss ja auch unbedingt mal wieder weg, ne? Ich finde halt auch Latino-Vibes geil irgendwie, so, weißt du? Also, ist schon ein bisschen anders als der Ami-Vibe, so, weißt du? Voll.
die sind nochmal ein bisschen cooler, nochmal ein bisschen lockerer und so, weißt du? Und viele, viele kommen ja hierher. Ganz viele aus New York, viele aus L.A., Miami, mehr, nicht so viele, außer zum Urlaub kommen auch viele aus Miami. Habe ich auch manchmal den einen oder anderen, ja. Hier so fragt einer gerade, ohne Englisch machbar dort? Wo, hier? Ja. Ohne Englisch? Schwierig, ne? Nee, ich glaube nicht. Nee, Digga. Nee, Mann, Englisch. Schon allein, nee, allein mit Englisch ist schon schwer. Ja, Mann. Also wenn du nur Englisch kannst, so. Ja. Ich cringe mich auch voll oft weg. Also ich kann ja mittlerweile wenigstens einkaufen gehen und zum Friseur gehen und diese ganzen Sachen. Ich cringe mich auch voll weg, wenn die Amis dann da reingehen und versuchen, mit den Mexikanern Englisch zu reden. Ich sag so, lern doch wenigstens ein, zwei Wörter. So, hallo, tschüss, dies, das, bla, bla, bla. Weißt du so? Dass du dich ein bisschen hier so ein bisschen artikulieren kannst, Bruder. Hat sie Erfahrung mit Ayahuasca? Tatsächlich noch nicht, aber ich habe viel drüber gehört. Me too. Und ich glaube, das ist eine richtig coole Sache. Ich glaube, ich würde es gerne mal ausprobieren, muss ich jetzt sagen. Ja. Ich muss sagen, ich bin wieder im Kopf ein bisschen davon weggekommen. So. Ich habe auch eine Zeit lang gedacht, ich würde das gerne mal ausprobieren. So. Und dann habe ich irgendwie für mich irgendwie so ein Gefühl bekommen einfach, habe auch mit jemandem geredet und so, dass es vielleicht gar nicht so mit meiner religiösen, spirituellen Reise so zusammenpasst, weißt du? Ich weiß nicht, ob Gott das möchte, Digga. Weißt du, da muss ich noch für mich eine... Ja. Die Verbindung hängt ein bisschen, also bei mir. Ja, Verbindung hängt ein bisschen, tut mir leid. Sollte sich oder hoffentlich gleich wieder stabilisieren. Auf jeden Fall weiß ich nicht, ob das so sein soll, hinter den Vorhang zu schauen, weil viele... dieses DMT oder das Ayahuasca nehmen, reden von irgendwelchen göttlichen Begegnungen so. DMT ist krass. Und ich weiß nicht, ob das so sein soll. Weißt du, wie ich meine so? Oder ob wir nicht mit Beten oder mit Meditation, mit Yoga, keine Ahnung, mit so eine Sachen dahin kommen können und nicht dafür Substanzen brauchen. Auf der anderen Seite gibt es halt Urvölker schon, die haben schon immer irgendwie Sachen aus der Natur als Substanzen genommen, um nochmal eine neue Verbindung aufzumachen, so, weißt du, um nochmal neue Sachen zu lernen und so. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen so voll im Zwiespalt geht so. Ja, verstehe ich auch. Ich kenne einen, der hat mal über DMT richtig seine Erfahrungen geschildert. Es hängt extrem. Krass. Okay, es hängt gerade. Ja, Mann, fuck. Insta-Livestream. Nee. Die Mexikaner buchen wieder nebenan. Weil ich weiß nicht, hier wird so viel gebohrt, ne? In Mexiko. Ja, die bauen und bohren und machen die ganze Zeit. Ist brutal. Fällt irgendein Kabel oder irgendeine Verbindung aus, dann reißen die auch einfach mal die Straße auf und legen da ein neues Kabel hin. So. Jetzt habe ich gesehen, mit so einer riesen Flex einfach durch die Straße, um wahrscheinlich da irgendwie ein Kabel zu fixen oder ein Kabel zu legen. Ich denke mir so, Bruder, kein Wunder, warum die Straßen so abgefuckt hier sind, Alter. Ja. Wenn ihr die einfach aufreißt, nur weil kurz was kaputt geht. Die Mexikaner sind echt krass. Die leben halt hier, was dieses Stromnetz und was das alles angeht, ist halt Deutschland vor 60 Jahren oder so. Mhm. Ne? Ja, das stimmt. Ist schon. Also, der ist ein Inscope. Ist auch ein YouTuber, der hat ein Werbevideo für die Impfung gemacht. Echt? Ja, viele. Machen viele für Geld einfach nur. Überleg mal, einfach für Geld machen. Einfach für einfach so Product Placement so. Ja. Wie wenn eine Firma dich anschreibt so. Ja. Ey, kannst du mal Werbung für unser Protein machen so? Ey, mach mal bitte Werbung für unser Impfstoff. Crazy. Das ist schon eine crazy Welt, ja, Digga. Ich auch. Also und das wird auch null irgendwie hinterfragt von den Zuschauern oder von den Fans oder so, weißt du? Ich sehe da keinen, also normalerweise müsste das einen krassen Shitstorm auslösen. So. Nicht nur, wenn einer vielleicht eine extreme Meinung in die Richtung teilt, sondern einfach Werbung macht für einen Impfstoff. So. Meiner Meinung nach müsste das einen heftigen Shitstorm geben. Real Talk. Ja. Meine ich wirklich ernst. Seele verkauft. Ja. Die sind aber wahrscheinlich auch voll überzeugt davon, ne? Was soll ich dir sagen? Ja, das ist es ja. Das ist ja das Problem. Okay, Problem. Als Laie Medi-Werbung machen ist illegal. Ja, eigentlich schon, ne? Einfach als Laie so, Digga, ist schon krass. So als einer, der überhaupt keine Ahnung hat, so. Aber es machen ja viele mit allem. Also mit egal was, sehe ich das. Dass alle vermarkten irgendwas. Ich meine, das beste Beispiel, was ich mal gesagt habe, Heidi Klum, wenn die ein Burger isst bei McDonald's, was ist das für ein Scheiß? Sorry, aber... Ich glaube auch Hussein Bolt macht doch Werbung hier in Mexiko für Bier, glaube ich. Oh, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ja. Aber das passt so gar nicht zusammen. Passt muss man doch mal eins und ja, genauso wie die Fußballer damals mit Nutella und so. Das geht und davor war es ja mit Marlboro, Zigaretten. Ja, das geht so, das gar war nicht. Ja voll der Hype früher, so. Weißt du, wie ich meine? Ja. So? Digga, diese Fliege ist schon seit diesem letzten Livestream auch. Ja.
Die kommt aber immer nur, wenn ich Livestream, wenn ich hier sitze und Video schneide, kommt die nicht. Hast du darüber mal gesprochen, über das Thema Impfung? Ja, klar, klar. Was machst du in Zukunft? Was soll ich machen? Also ich lasse mich zum Beispiel nicht impfen. Ja, ich auch nicht. Okay. Ich lache, wenn Leute mich fragen. Ich lasse mich auch nicht impfen. Nee, ich lache, wenn einer mir die Frage stellt, dann lache ich eigentlich. Bist du geimpft, Leon? Dann lache ich, Digga. Mann, ich bin derjenige, der den heftigsten Shitstorm hatte wegen meiner Corona-Meinung, so als ob ich mich jetzt impfen lassen würde, so weißt du? Deswegen lache ich auch, weil die Frage an sich einfach Nonsens ist, Digga. Bleibt Mexiko impffrei, dann machen wir Kolonie. Nee, bleibt nicht. Also hier geht das genauso ab. Die lassen sich auch impfen, ja. Ja, ja. Und hier ist auch so... Aber hier ist nicht so wie in Deutschland, dass du dann nirgendwo reingehen darfst oder so, weißt du? Das ist doch in Deutschland, glaube ich, so, ne? Du musst doch irgendwie was vorlegen, glaube ich, genesen oder geimpft oder dieses... Ja, dieses 3G-Scheiß. Haben die jetzt noch nicht mit angefangen, glaube ich, aber soll wohl kommen jetzt. Ein guter Freund von mir. Mit Zugfahren und so. Im Zug wollen die es jetzt langsam einführen. So, ich will mich da auch gar nicht zu krass reinsteigern, weil dann rege ich mich nur auf, weißt du? Ja, verstehe ich. Lass mir das Thema, oder? Lass das Thema sein. Jeder soll machen, was er für sich für richtig hält. Genau. Für Bratwurst. Das fand ich so lustig. Ja, hast du was mit dieser Bratwurst, dass man... Oh, sorry, aber dann, das muss ich auch... Ja, voll. Das fand ich mega lustig. Und jetzt irgendwie, letztes Mal habe ich irgendwas gesehen mit Bratwurst und dann gab es jetzt noch was. Lottoschein. Kriegst einen Lottoschein dazu geschenkt. Die versuchen echt alles, Digga. Wir versuchen echt alles, so viele Menschen zu überzeugen. Das ist echt lustig. Und mit der Bratwurst, da musste ich richtig krass lachen. Ja, ist hart. Und da musste ich echt, da habe ich gedacht, so Truman Show kam ich mir vor. Ja. Das ist so strange irgendwie. Digga, was ist das für eine Frage? Guck mal, nicht vorlesen. was ist los mit den Leuten? Wenn die wüssten. Das ist lustig hier mit euch. Also ich find's cool. Ja, voll. Könnt ihr euch mehr als eine Freundschaft vorstellen? Das wollt ihr jetzt wissen, ne? Das ist jetzt so euer Thema. Ist so geil, ne? Schlawiner, dieses Schlawiner im Chat, Digga. Fragen auf jeden Fall. Das Ding ist einfach voll vor meiner Fresse, ey. Introvertiert oder extrovertiert? Ich bin extrovertiert, sein Vater. The Game hat gefragt, ist sie eher introvertiert oder du? Erzähl mal. Extrovertiert. Ja. Würde ich sagen. Ja. Doch, bin ich auch. Ich war Promoter sehr viele Jahre, also ich liebe es, auf Leute zuzugehen. Habe ich dadurch gelernt, aber ne, davor war ich nicht so. Aber es ist schon krass, das hat auch auf jeden Fall einen krassen ich habe dadurch negative Erlebnisse in der Schule gemacht. So. Durch Extrovertiertheit? Ja, also die Leute, die so extrovertiert sind, so wie ich, und so immer laut sind und immer versuchen, irgendwas zu machen oder auch mal einen Witz zu machen oder so, um Aufmerksamkeit zu bekommen, haben halt immer Stress in der Schule. Mhm. Ne? Verstehe ich, gerade als extrovertierte Junge. Menschen ist schwer, Digga. Die werden echt oft in der Schule so fertig gemacht, von den Lehrern vor allen Dingen und so. Ich finde das voll schade, weil ich finde, das ist halt ein Talent irgendwo auch. Mhm. Weißt du, das ist halt perfekt, um Entertainer zu sein, Promoter oder irgendwie sowas zu machen in die Richtung. Ja. Es ist nichts Schlimmes, weißt du? Mhm. Sie klingt wie aus NRW. Ich bin aus, eigentlich Berliner Akzent habe ich. Wenn dann, ich kann Berlinern, wenn ich will. Weißt du? Also so halt. Also mache ich aber nicht, weil ich habe viele Jahre in Braunschweig gewohnt. Deswegen spreche ich eigentlich Hochdeutsch. Muss monomerisch babble. Was sprichst du in Mannheimisch? Monomerisch. Kannst du das? Sehe ich schon, wie das läuft. Ach, scheiße. Normal. Nee, Mann. Nee. Das passt nicht zu dir. Ach, come on. Nee, dann eher so berlinerisch. Sechs sagte den Mann. Du sprichst wie aus Berlin eher. Manchmal. Ich habe einen Mix aus Berlin, Mannheim, Hochdeutsch. Ich komme aus dem Hochdeutschen, ich komme aus Hannover. Ja. So, ich komme aus dem rein Hochdeutschen, so, aber ich feiere Berlinerisch auch, aber ich feiere auch Monomerisch-Bubble.